Welcome back, Leute. Ich hab's geschafft. Ich bin im Hotel angekommen. Ich bin ziemlich müde, aber no excuses. Mein MacBook hatte bis vorhin keinen Akku mehr, deshalb konnte ich das Video nicht hochladen. Und ich Idiot hab den Adapter vergessen. Aber für jedes Problem gibt es eine Lösung. Adapter gekauft, gefunden. Und jetzt mache ich noch schnell das Video ready. Und dann kommt es hoch. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber jetzt kommt's. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich habe verschlafen, so eine riesen Kacke. Es ist 10:30 und ich bin noch nirgends. Ich muss noch packen, ich muss noch dies, das, hier und dort. Ich wollte eigentlich noch zum Coiffeur, sagt man bei euch so, Haare schneiden gehen. Ich muss mich noch rasieren, die Haare am Körper wegnehmen und so weiter. Mal sehen, irgendwie geht das schon. Auf jeden Fall, ich nehme mir trotzdem noch die Zeit, weil ich euch einfach Danke sagen will für das übelst krasse Feedback aufs letzte Video. Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ankommt. Vielen Dank dafür und wir werden auf jeden Fall wieder solche krasse Produktionen machen, auch wenn es sehr zeitaufwendig ist, aber für euch machen wir das gerne. Da ich keine Zeit mehr hatte, mit Antonio ein Video für euch zu machen, dachte ich mir, ich rufe ihn mal an und lege ihn mal auf Lautsprecher. Mal sehen, ob er abnimmt. Hallo, Moment, ich drehe gerade ein Video für unsere Follower. Moment, ich lege dich schnell auf Lautsprecher. Okay, hast du Zeit? So, also ich habe mich gerade bedankt für die krassen Feedbacks beim letzten Video und jetzt dachte ich mir, du wirst vielleicht auch noch was sagen. Ja, klar, auf jeden Fall. Ist gut, darf ich sprechen? Ja, du darfst. Okay, also auf jeden Fall einen ganz, ganz herzlichen Dank an allen für die echt geilen und positiven Feedbacks, die wir bekommen haben. Es hat uns selber, auf jeden Fall mich selber motiviert, weiterzumachen und auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank. Ihr seid echt die Besten. Ihr seid einfach geil. Yeah. Sonst noch was? Soll ich noch dazu sagen? Kommt gerade nichts mehr an. Ich bin ja jetzt die nächsten Tage weg. Ja, endlich, ja. Hey, fuck you, Mann, Arschloch. Ja, kommt von dir was? Kann ich was ankündigen? Ich denke, es wird etwas kommen. Kündige noch nicht zu viel an, denn es muss auch eine Überraschung sein. Ah, easy. Und ich denke, ich werde mir Mühe geben und etwas da zusammenschneiden, da ich nicht einfach der Profi bin, wie manche Leute. Merci. Und ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, etwas zu machen. Okay. Ruf dich später nochmal an, ich mache das Video noch fertig und dann melde ich mich später nochmal. Ich dachte mir, obwohl ich so im Stress bin, essen muss ich ja so oder so. Ich habe nichts vorgekocht, weil ich eigentlich genug Zeit gehabt hätte, was Gutes zu kochen. Und deshalb dachte ich mir, ich filme kurz mein Frühstück. Hier. We'll be right back.
Ganz einfach, Gemüse, Fleisch, Nüsse, Macadamia-Nüsse, my favorites. Einfach gemacht, schnell gemacht, wenn's mal, ja, wenn ihr nicht genug Zeit habt. Ich habe circa 7 Minuten gebraucht fürs Ganze, von dem her völlig okay. Die Polaruhr. Es reicht mir einfach nicht mehr, das Video zu machen, wie ich es wollte. Und deswegen sage ich euch jetzt einfach mal so, was ich von der, vom Armband halte. Und zwar, ich finde es nicht schlecht. Es ist nicht perfekt. Und zwar beispielsweise, ich habe als Test zuerst das Armband ziemlich locker gelassen. Das heißt, wenn es zu war, so, hatte ich hier wirklich einen ziemlichen Spielraum. Und dadurch hatte das Armband wohl ziemlich Mühe, meine richtigen Schritte zu zählen. Was bedeutete, dass ich am Abend manchmal bis zu 18.000 Schritte hatte, was einfach nicht sein konnte. Danach habe ich es gekürzt. Und dann stimmt es. Was auch noch wichtig ist zu sagen, ich hoffe, ihr seht das. Ja, so, seht ihr die schwarzen, also die Löcher? Da müsst ihr das Armband zuschneiden. Also passt wirklich auf. Schneidet nicht zu schnell, zu viel, denn sonst habt ihr ein Problem. Geht wirklich langsam vorwärts und achtet vielleicht drauf, ja, dass sie es nicht zu kurz macht. Es hat in der Verpackung so ein Messband dabei. Könnt ihr gerne benutzen, aber auch da würde ich aufpassen, nicht zu fest anziehen und nicht gleich die Zahlen abschneiden, die da stehen. Was ich noch cool finde, ist, beim iPhone geht das, bei Android glaube ich nicht. Also bei einem Kollegen, der sich es auch geholt hat, ging das nicht auf der App. Und zwar, dass ihr sehen könnt, wie ihr geschlafen habt. Kleines Beispiel. Sehen wir hier Nachtschlaf. Von der Zeit her stimmt es, das weiß ich. Fuck man, sorry. Tut mir leid. Von der Zeit her, beziehungsweise die Dauer stimmt, ob ich jetzt wirklich so erholsam geschlafen habe oder nicht, kann ich nicht sagen. Also mir ging es gut morgen. Wie gesagt, Schrittezähler, denke ich, kommt ziemlich drauf an, was ihr so macht durch den Tag. Wenn ihr viele Bewegungen macht mit den Händen, könnte es gut sein, dass da die Werte nicht ganz stimmen. Dann seht ihr auch, wie viele Stunden ihr am Liegen wart, im Sitzen, im Stehen, im Gehen und im Rennen. Was euch am meisten interessiert, sind ja die Kalorien. Und ich muss euch sagen, ich habe, obwohl ich den Brustgurt nicht angezogen habe, mit dem Brustgurt könnte man das Training ziemlich genau messen, Herzfrequenz und so weiter. Aber mir ging es wirklich nur darum, wie gut ist das Armband alleine. Und von den Kalorien her passt das bei mir ziemlich gut. Also ich bin da eigentlich genau in dieser Range, wie ich sie mir errechnet habe. Hat mich etwas überrascht, aber ja, das bedeutet so viel wie für mich ist das Armband eine gute Sache. Ich habe von anderen gehört, dass die Kalorien nicht stimmen können. Wiederum andere haben mir gesagt, doch, es funktioniert super, es ist ziemlich genau. Von dem her, ja, ich denke, das ist da ziemlich individuell. Vielleicht liegt es auch daran, wie man es befestigt und so weiter. Grundsätzlich kann ich das Ding wirklich empfehlen. Es ist halt ein Gadget. Wenn ihr wirklich Bock drauf habt und es ernst meint, warum nicht? Aber es muss nicht zwingend sein. Was ich halt gut finde, ist, ja, das Design ist nicht schlecht. Es ist nicht so riesengroß. Vom Tragekomfort kann man gar nichts sagen, also man gewöhnt sich sehr schnell dran und spürt gar nicht mehr, dass man irgendein Armband hat. Und es ist wasserdicht. Super Sache, nicht kompliziert, einfach zu benutzen.
bei mir jetzt ziemlich genau mit den Kalorien. Von dem her, ja, also ich bereue den Kauf nicht. Was ihr macht, ist euch überlassen. So, meine lieben Freunde, es ist 10:47 Uhr. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt nicht mehr Zeit habe. Ich werde aber auf der Reise ziemlich viel filmen für euch. Und das wäre somit eigentlich der E-Log Number One gewesen. Die Reise nach Birmingham beginnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Man sieht sich. Adios, amigos.